Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele die wunderschöne Zarina Kassier mit dem Gnom als Anhänger, ganz wichtig, und ihrem wunderschönen neuen Rock, den ich aus dem Spalt jetzt gerade freigeschaltet habe. Ja, super schön, ne, Elodie? Dein Hut ist auch nett. Sie möchte nicht am Main-Gen mitgehen, sie will den Gen in der Mitte machen, was ich sehr begrüße, der ist eigentlich wichtiger als der hier am Rand. Aber so habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit. Mein wunderschönes Perkbild zu erklären. Wir haben Ruin, was sehr gut für mich ist derzeit. Denn ich habe das beste Perkbild ever. Gerade im Test. Und ich habe es auch schon benutzt. Und es hat ultra viel Spaß gemacht. Es funktioniert so: Ich habe Soul Guard dabei. Seelenwächter von Cheryl. Das ist das Perk links. Das lässt mich, wenn ein Totem auf mich wirkt, also dieses Symbol rechts am Rand ist, ein Fluchtotem. Von dem ich weiß, ja, jetzt ist es weg. Yep. Kann ich also unbestimmt oft, ganz oft, so oft wie ich will, in der Runde wieder aufstehen und habe dann, wenn ich aufgestanden bin, aus dem Todesstatus, Elodie wurde getroffen, habe dann den Status Kondition. Was bedeutet, das so ist, wie wenn ich geliehene Zeit auf mich selbst hätte für 8 Sekunden. Wenn der Killer mich dann haut, werde ich nur in tiefe Wunden versetzt und nicht wieder in den Todesstatus. Das ist unglaublich witzig, weil damit nie wirklich gerechnet wird. Ich wollte mal eben nach meinem Ping gucken. Aber alles easy. Das habe ich zusammen. Oh, der zweite Gen ist an. Jetzt müssen wir dringend den in der Mitte machen. Und wir spielen gegen Pyramidenkopf. Elodie ist so durch diesen Krempel von ihm gelaufen. Und er hält sich leider auch schon sehr lange mit ihr auf. Also für ihn leider, für uns zum Glück. Da ist er. Hat mich nicht gesehen. Ich schleiche mich mal hier hoch. Mit Unbeugsam kann ich einmal in der Runde aufstehen. Und unabhängig davon, ob ein Fluchtotem auf mich wirkt oder nicht, habe ich dann trotzdem durch Soulguard diesen Schutztreffer. Auch wenn mich jemand anderes vom Boden auf heilt, habe ich auch diesen Effekt Kondition auf mir, wenn der Killer mich dann haut. Das ist unglaublich witzig, weil es so selten gespielt wird, dass damit niemand rechnet. Falls der Killer sich dann also entscheiden sollte, mich zu tunneln, habe ich einen D-Strike dabei. Das ist das Perk unten. Falls er... Ich verstecke mich mal kurz hier. Oh, er kommt von da. Dann verstecke ich mich nicht hier. Falls er mich aus Angst vor dem D-Strike liegen lässt, stehe ich einfach wieder auf. Ist also auf jeden Fall Win-Win. Und dann habe ich, weil ich hier mit Randoms spiele, Moini, ich helfe mal ein bisschen und dann gehe ich rüber zum Retten. Denn wir müssen ja wirklich nicht zu dritt den Gen hier am Rand machen. Ich wäre auch sehr stark dafür, den Gen in der Mitte dringend zu machen. Sonst haben wir nur Randgens gemacht. Ich gehe mal für Barbecue hier in den Schrank. Die beiden werden den Gender durchknallen. Der war schon sehr weit. Genau. Also Verwandt kann ich auch nur empfehlen. Man könnte auch Verwandt austauschen gegen geliehene Zeit oder den D-Strike durch geliehene Zeit austauschen. Weil man ja eigentlich aufsteht, weil der Killer nur denkt, man hätte einen D-Strike. Das heißt, man braucht den D-Strike gar nicht zwingend. Ja, machen wir noch einen Fluchtversuch. Sehr nett. Gut, dass du es nicht geschafft hast. Ich hatte es eine Runde mal letztens, da war ich so wütend auf die Fänge, die ist runtergesprungen vom Haken. Ich meine, es sei ihr gegönnt, aber ich war einfach direkt vor ihr, sie ist runtergesprungen. Ich habe es dann nicht eingesehen, sie zu heilen, weil sie mir die Punkte ja auch nicht gegönnt hat für... warum jammert sie noch? Sie ist geheilt. Und hat Sprintboost. Na gut. Also ich habe sie nicht sofort geheilt dann. Sie ist mir dann noch hinterhergerannt. So, jetzt machen wir ganz schnell den Gen hier. Den ziehen wir hier durch. Weil der da drüben ist schon fertig. Genau, Kate. Also bis jetzt, drei Gens sind fertig. Kann ich mich eigentlich nicht beschweren über die Runde. Er hat sich wirklich sehr lange mit Elodie am Anfang aufgehalten. So, er hat da hinten Elodie wieder gesehen, hört aber auch den Gen, kommt jetzt hier rüber und möchte da gerne Pop draufsetzen oder einfach nur dagegen treten und es wegscheuchen. Ich biete mich mal an. Hier bin ich. Aua.
Genau, damit er mitkommt. Und ich ziehe ihn mal so weit weg wie möglich von dem Haken, beziehungsweise Anhook inzwischen schon. Das war nicht so gut. Die Palette konnte ich nicht mehr ziehen. Ich habe schon gedrückt wie verrückt. Naja, aber ich hänge auch das erste Mal. Und da wird auch fleißig weiter am Gen gearbeitet. Das ist wirklich ein sehr gutes Team. Die Elodie hat ihn immer wieder gut aufgehalten. Und die ziehen auch ordentlich Gens durch. Ja. Ich habe keine Schöpfungsperk dabei. Ich glaube auch, vielleicht belasse ich das auch dabei. Ich habe ja sonst immer gerne Flink mitgenommen. Aber ich glaube, ich brauche gar nicht unbedingt einen Erschöpfungsperk. Weil ich ja auch besser in den Jagden werden möchte. Danke, Elodie. Und ich glaube, dass ich gar nicht besser werden kann, wenn ich mit dem Erschöpfungsperk dann immer aus den Jagden entfliehe. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt müssen wir mal gleich schauen, wie die... Danke. Generatoren so liegen. Weil hier rechts und links sind die ja schon gemacht worden. Ich bin immer noch dafür, aber der verteidigt in der Mitte halt hart, ne? Der ist auch wichtig. Ah. Elodie könnte er halt am Ende Morin oder in den Bußkäfig stecken und er behält sich das ja auch ein bisschen vor vielleicht, weil die andere Zarina, die war ja auch noch nicht im Bußkäfig. Ich schleich mal wieder hier hoch. So ein bisschen sein Blindspot, würde ich sagen. Ich guck mal. Alles klar. Und dann setze ich mich wieder hier an den Gen. Ich habe bisher erst einen Gen gemacht. Die anderen waren aber auch sehr, sehr... komm zurück. Ich guck mal, ob hier vielleicht ein Kasten ist. Dass ich das ein bisschen anziehen kann mit so einem... Hier steht auch manchmal so eine Truhe mit einer Reparaturbox. Das wäre richtig cool. Wer hat denn da gejammert? Ach, Elodie. Hi. Die hat aber tolle geschrien gerade. Hm? Von wo ist die denn runtergesprungen? Von der Galerie oben? Da kommt er. Ich biete mich mal an. Elodie ist verletzt. Er soll mal mit mir mitkommen. Ach so, er tritt erstmal gegen den Gen. Das ist anscheinend wichtiger. Kann ich verstehen. Er muss den jetzt dolle verteidigen. Okay, hier oben ist immer so eine mega sichere Palette. Da renne ich mal hin. Wir müssen nur noch einen Gen machen. Und da kann ich die ruhig mal ziehen. Das war knapp. Fast wäre ich reingerannt. Er macht die Palette auch kaputt. Und die anderen haben Randgen weitergemacht. Ja, dann brauchen wir den in der Mitte gar nicht machen. Okay. Da bin ich ihm reingerannt. Das war sehr gut von ihm abgekürzt. Der lässt mich natürlich nicht liegen. Das war ein ganz guter Versuch, aber mehr war es halt auch nicht. Und sie versucht es weiter. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Ich kann ja hier hängen. Oh, da ist direkt der Ausgang. Ich bin aber irgendwie noch entspannt, weil... Also klar, wird er jetzt hier bleiben. Er weiß ja, hier ist der Ausgang. Hier sind zwei Personen. Elodie geht er auch nicht weg. Irgendwie zieht ihn weg oder so. Deswegen sollte er dann weggehen. Aber es ist so ein starkes Team. Und ich kann da, glaube ich, wirklich darauf vertrauen, dass wir es hier schaffen. Mit Verwandt ist einfach auch super gut. Ne? Die haben jetzt genau gesehen. Jetzt kommen die auch zum Tanken. Ne? Wahnsinn. Ja, mit seiner Fähigkeit natürlich ein bisschen doof. Aber, so, jetzt lässt ihr mich liegen, aus Angst vor dem D-Strike. Und in jedem Fall komme ich jetzt hier raus. Er hebt mich auf, ich ziehe den D-Strike und ich komme raus. Oder er lässt mich liegen und ich stehe mit Unbeugsam und Soulguard auf und bin weg. Ja, brauchst dein Leben nicht opfern? Ich kann das alleine, vielen Dank. Ja, genau, ich kann das alleine, danke. Und ciao. Und seht ihr Rechtskondition? Und weg war ich. Das war doch mega gut, oder? Damit hat der 0,0 gerechnet. Mal einmal gucken. Ein Pip gekriegt und einen Rang 1 Killer. Krass. Dass der so sich committed hat auf die Elodie, ne?
Ja, aber wir haben alle richtig viele Punkte jetzt schon gekriegt. Wow, und auch interessante Perk-Builds dabei. Ja, und dann würde ich doch mal gucken, ob die anderen es auch schaffen. Ja, die andere Zarina hätte gern die Luke. Nee, ach so. Ah. Ja, wäre Zarina rausgegangen? Naja, nee, geht ja auch nicht. Ja, doof. Elodie stirbt jetzt, ne? Obwohl sie die ganze Zeit über so gut gespielt hat. Aber manchmal ist es so, ne? Ich hätte auch nicht weiter warten können im Ausgang. Hätte auch nicht weiter helfen können. Ich war ja als einzige Dead on Hook. Vielleicht sind die eine SWF. Bin mir nicht so sicher. Das hat sie sehr gut gemacht. Ja, wow. Oh, ganz schön frech. Ja, und Elodie schafft es wirklich nicht. Okay, krass. Er geht zur Luke wieder zurück. Ah, die beiden Ausgänge sind beide auf der Seite hier. Das ist ja unpraktisch. Gut, dass sie beide schon. Ah, der ist auf 99. Ja, easy, sie schafft es jetzt auch raus. Ja. Wow, die hat 28.000 Punkte, fast 29.000 Punkte gekriegt. Ja, krass, gut. Das war eine echt gute Runde, würde ich sagen. Soulguard kam zum Tragen einmal am Ende und hat mir auch richtig den Povis gerettet. Ich meine, gut, das hätten die Teammates wahrscheinlich auch geschafft. Aber ja, ich spiele das Perk-Build auf jeden Fall weiter. Das ist super witzig, weil die Killer nicht damit rechnen, dass man Soulguard zieht. Und dann sage ich GG und bis zum nächsten Mal. Ciao.